Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch mitnehmen ans frische Haff in Polen, in der Stadt Fromburg, ehemals Frauenburg, in der heutigen Wojewodschaft Masowien, lebte von 1513 bis zu seinem Tode 1543 der Mathematiker und Astronom Nikolaus Kopernikus. Der 1473 in Thorn an der Weichsel geborene Mikołaj Kopernik, wie er auf Polnisch heißt, war hier in Fromburg als ärmländischer Domherr tätig. Er gilt als der Begründer des heliozentrischen Weltbildes. Im Glockenturm des Domes zu Frauenburg hatte Kopernikus ein Planetarium und Observatorium eingerichtet. Heute erinnern hier Ausstellungen an diesen Mathematiker und Wissenschaftler. Sehr beeindruckend ist ein nach dem französischen Wissenschaftler Léon Foucault benanntes Pendel, mit welchem dieser am 26. März 1851 im Pantheon in Paris vorführte, dass sich die Erde unter seinem Pendel weiterdrehte. Foucault benutzte seinerzeit ein 67 Meter langes Pendel mit einer 28 Kilo schweren Stahlkugel. Hier in Fromburg ist das Seil nur 28 Meter lang, dafür wiegt die Kugel 46,5 Kilo. Wäre dieses Pendel genau auf dem Nord- oder Südpol aufgebaut, würde eine vollständige Drehung der Erde unter dem Pendel rund 24 Stunden dauern. Aufgrund der geografischen Breite sind es hier in Fromburg bei einem Aufbau nach Foucault 29 Stunden und 5 Minuten. Nach einem letzten Blick auf das Pendel trete ich hinaus auf die Aussichtsplattform, um den wunderbaren Blick auf den Fromburger Dom und das frische Haff zu genießen. Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich die Nehrung und dahinter versteckt sich die Ostsee. So, meine Lieben. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieses kleinen Beitrages angelangt. Er ist ein Zufallsprodukt. Ich hatte eigentlich nicht vor, einen Film über den Besuch in Fromburg zu machen. Aber andererseits fand ich dieses Pendel doch irgendwie beeindruckend. Ich hoffe, dieser kleine Beitrag hat euch gefallen und verbleibe bis zum nächsten Mal. Tschüss und bye bye hier aus Studio B, euer Tomcat.